Guten Morgen, Alf. Ich darf dich doch Alf nennen. Wenn es unbedingt sein muss. Ich bin Dr. Warner und ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen. Und was wollen Sie für Antworten, blöde Witze? Ganz und gar nicht. Ich werde dich ernsthaft befragen und dabei wird die Kamera mitlaufen. Wenn ihr Jungs mit dem Video Kohle machen wollt, will ich aber Prozente. Nein, die Öffentlichkeit wird diese Aufnahmen nie zu Gesicht bekommen. Das haben Sie Lady Di damals auch erzählt. Ja, ja. Guten Morgen, Alf. Selber. Die Nummer hier ist doch wohl kaum das lustige Begriff verraten. Wir wollten die Sache etwas spannender machen und ziehen deshalb einen anderen Test vor. Irgendwie habe ich hier was gegen den Begriff Spannung. Glaub mir, der Test ist vollkommen ungefährlich. Oh, lass dich von dem Schild nicht stören, das gehört überhaupt nicht dahin. Ich nehm's ab, wenn's dich beunruhigt. Es beunruhigt mich. Sani! Aber Dali! Hallo Alf, ich bin Dr. Newman. Doc Warner ist wohl beim Sensenmann gelandet. Wir spielen jetzt ein Spielchen, bei dem wir uns mit Zahlenfolgen beschäftigen. Hat das irgendwas mit Elektroschocks zu tun? Nicht im geringsten. Entschuldigen Sie meine kleine Paranoia, aber im Linoleum sind immer noch Warners Umrisse eingebrannt. Die medizinische Untersuchung hat ergeben, dass Dr. Warner ein schwaches Herz hatte. Und dass sein unglücklicher Tod mit dem harmlosen Stromschlag, den er hier erhalten hat, in überhaupt keinem Zusammenhang stand. An eurer Stelle würde ich mich auf den Prozess gefasst machen. Schön, aber die Sache geht Sie gar nichts an. Der Mann wurde in seinen Schuhen einfach gebraten. Bitte stoppen Sie den Film. Und seine Brille wurde ihm an die Birne geschweißt. Stoppen Sie den Film. Er war nur noch ein Stück Kohle. Hallo, ich bin Dr. Stanley. Wo ist Dr. Newman? Der ist seit heute im Urlaub. Ich vermute mal, Sie wissen, was mit Dr. Warner passiert ist. Ja, schwaches Herz. Oh, Sie wollen mir also auch mit der Nummer kommen? Feige Bande. Wir beschäftigen uns mit Assoziationen. Ich sage ein Wort und Sie sagen, was Ihnen dazu spontan einfällt. Essen. Ich habe noch gar nichts gesagt. Jedenfalls nichts Interessantes. Sitz. Ich bin doch kein Hund. Nein, nein, das ist das erste Wort. Sitz. Oh, Essen. Sonnenaufgang. Frühstück. Wasser. Melone. Sand. Kuchen. Wollen wir eine Pause machen und Ihnen was zu essen holen? Einen kleinen Imbiss könnte ich vertragen. Geht's Ihnen jetzt besser? Jetzt ja, logisch. Vielleicht sollten wir jetzt unseren Assoziationstest fortsetzen. Null problemo. Also gut. Hier ist das erste Wort. Gibt's ein Problem? Nein. Hier ist das erste Wort. Nur weiter. Nein, hier. Das Wort hier ist das erste Wort. Sie wollen mich doch auf den Arm nehmen, oder? Lala, lassen Sie es uns mit einem anderen Wort versuchen. Gute Idee. An. Aus. Oben. Unten. Toast. Dr. Warner. Innen. Außen. Kalt. Dr. Warner. Bitte schalten Sie die Kamera aus. Warners Leiche wurde vor meinen Augen mit dem Staubsauger entfernt. Cut! Hallo, ich bin Dr. Mogden. Ich werde Ihnen ein paar Tintenkleckse zeigen. Hat das was mit Elektroschocks zu tun? An sowas wollen wir gar nicht denken. Sie wissen, warum ich das frage, oder? Ich schlage vor, dass Sie das Thema wechseln. Es sei denn, Sie möchten gern noch mal auf die Zentrifuge. Nein, danke. Ich habe schon genug gereiert. Dann fangen wir mal damit an. Dr. Warner hat gleich einen sehr sympathischen Eindruck auf mich gemacht. Ah!
Der hier ist mit Sicherheit nicht frisch gepresst. Guten Morgen, ich bin Dr. Carnage. Igitt. Selber Igitt. Das hätten wir also schon mal geklärt. Ich zeig dir jetzt ein paar Fotos. Welche von Ihnen? Nein. Gut. Du sagst mir, was du erkennst. Kein Frühstück? Kein Frühstück. Dämliche Hühnerbrust. Du musst nicht beleidigend werden. Nein, das war alles, was ich zum Frühstück hatte. Eine dämliche, mickrige Hühnerbrust. Kennst du den Mann auf diesem Bild? Der war Schlagzeuger bei den Beatles. Kann ich Sie mal was fragen? Was? Wie finden Sie das Essen in dem Schuppen hier? Angemessen. Glauben Sie, dass die da was reinmischen? Ich habe sonst nie Blähungen. Aber seit ich hier bin, muss ich dauernd... Sag mir, was du auf diesem Bild siehst. Irgendwie habe ich's geahnt, dass Sie mir noch mit Mr. Spock kommen. Aha. Das Raumschiff Enterprise ist dir bekannt. Ja, ein schönes Märchen für einen Haufen Leute, die im Leben sonst nichts auf die Reihe kriegen. Erzähl mir etwas über dein Raumschiff. Mein Ex-Raumschiff. Heute ist es nur noch ein Haufen Müll. Etwa so wie mein Leben. Was ist denn mit deinem Leben, Alf? Bist du unzufrieden? Was macht dir Sorgen? Abgesehen von schlechten Game-Shows? Abgesehen von schlechten Game-Shows. Kann ich Ihnen mal eine Frage stellen? Natürlich. Wissen Sie, es geht um dieses konsequente Ignorieren offensichtlicher Tatsachen, dass Ihr Militär es hier abzieht. Was ist damit? Naja, so wie Sie aussehen, sollte man Tatsachen ignorieren. Kamera, stopp! 3, 2, 1 und Start!